20. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Ganz viele Städte wurden seitdem auch bombardiert und seither sind auch sehr, sehr viele Menschen gestorben. Verantwortlich dafür ist der Präsident Putin. Und die Frage, die sich bei mir wirklich aufdrängt, Herr Beutler, wo bleiben da die Menschenrechte? Also Russland hat ja wie jedes andere Land in dieser Welt die UNO-Charta der Menschenrechte unterschrieben. Ja, natürlich. Also unterschrieben ist natürlich schnell. Aber hinter den Kulissen hat Russland natürlich schon viele Menschen ermordet. Und das machen übrigens auch viele andere Länder dieser Welt. Ja, aber werden die denn nicht zur Rechenschaft gezogen? Werden Regierungen, die solche Verbrechen begehen, denn nicht abgesetzt? Ich meine, sie haben ja unterschrieben. Ja, wer sollte sie zur Rechenschaft ziehen, wenn man denkt, dass das vielleicht 90% aller Staaten sind, die eben derart autoritär geführt werden und man müsste sie ja irgendwie bekämpfen dann oder Revolutionen und das würde natürlich noch zu noch viel mehr Blutvergießen führen. Also die Antwort auf Ihre Frage ist eigentlich, dass wir keine Rechte haben, außer denen, die unsere Staaten uns geben. Und schon vor 300 Jahren hat ein englischer Philosoph und Arzt, John Locke, gesagt, dass eigentlich alle Regierungen seiner Zeit sesshafte Räuber seien. Und das kann man zu einem Teil, zu einem großen Teil bis heute auch sagen. Größtenteils, aber Regierungen tun ja auch Gutes. Also sie bauen zum Beispiel Straßen, errichten Infrastrukturen, also sie dienen ja auch den Menschen. Genauso wie jeder Geschäftsmann auch investiert, oder? Also sein Ziel ist aber letztlich nicht das Wohl des Kunden, das ist nur vorgegeben, sondern sein eigener Gewinn. Und auch diese totalitären Staaten, sie tun manch Gutes für ihre Völker, natürlich, sie wollen, dass die Völker auch wirtschaftlich Erfolg haben, damit sie umso besser abschröpfen können, aber ihr Ziel ist letztlich das eigene Wohl und eben den Menschen keine verbindlichen Rechte zu geben, oder? Gut, ja, das kann ich verstehen, aber was kann man denn da machen? Also John Locke propagierte drei grundlegende Menschenrechte, die er als verbindlich für alle Menschen erachtete, weil sie eben Gott gegeben seien. Und das ist das Recht auf Leben und das Recht auf Besitz und das Recht auf Meinungsfreiheit. Das schließt ein, also Religionsfreiheit und politische Freiheit. Also Gott gegeben, was hat denn der Herr Locke damit gemeint? Also wenn Sie John Locke jetzt googeln würden, dann würden Sie herausfinden, dass viele Leute ihn als Vater der Menschenrechte bezeichnen. Er selber sah sich aber nur als Vermittler, denn er hat diese Menschenrechte aus der Bibel hergeleitet. Das sieht man, wenn man seine Bücher im Detail liest. Und diese drei Menschenrechte, die fand er also das erste in 1. Mose 9,5, das Recht auf Leben, weil Gott dort sagt, dass er jedes Leben, das unschuldig vergossen wird, selber rächen wird und selber wieder holen wird, verlangen wird. Und dann das zweite, das Recht auf Besitz, das kommt aus dem interessanten Gesetz im alten Israel, dass jede Familie das Recht hatte auf ein Stück Land und das wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Sogar wenn sie es verkauften, musste es nach einer bestimmten Anzahl von Jahren wieder zurückgegeben werden. Und dann schlussendlich das Recht auf Freiheit, weil Jesus selber ja seinen Jüngern oder den Menschen seiner Zeit völlig absolut frei ließ, ob sie seine Jünger werden wollten oder nicht. Und warum haben das die christlichen Könige von Europa denn nicht schon lange herausgefunden, dass diese drei Grundrechte oder diese Menschenrechte in der Bibel stehen? Weil das für sie gar kein interessantes Thema war, oder? Sie waren nicht an der Bibel interessiert, sondern sie missbrauchten eigentlich den christlichen Glauben für ihre eigenen egoistischen Zwecke. Und das sieht man schon daran, dass sie sich ja christliche Könige von Gottes Gnaden nannten. Obwohl die Bibel, wenn man sie eben lesen würde, ja ganz klar vor dem Königtum warnt, vor jeder Einzelherrschaft eben warnt,
weil eben diese Einzelherrscher dann ihre Völker bedrücken und ihnen die Rechte nicht geben, diese Menschenrechte nicht geben. Moment, es gab ja auch in biblischen Zeiten Könige, oder nicht? Ja, es gab Könige, aber dieser Text in 1. Samuel macht klar, dass das Volk das Königtum wollte. Und Gott hat sie eigentlich davor gewarnt, das wird schlimm herauskommen für euch. Aber sie wollte es unbedingt, Gott hat es dann eigentlich erlaubt. Und dann später ist es ja wieder abgeschafft worden, weil tatsächlich diese Könige so viel Böses am Volk taten, dass einfach das keine Zukunft hatte. Darum kam John Locke auch zur Überzeugung, dass weder Könige noch irgendwelche Regierungen bedingungslos eingesetzt sind, sondern mit der Bedingung, dass sie diese drei Menschenrechte verwirklichen für ihre Bürger. Und wenn sie das nicht tun, haben die Bürger die Pflicht und das Recht, diese Regierung zu stürzen. Aber wer war denn John Locke, dass er die europäischen Regierungen absetzen hätte können? Natürlich, zu der Zeit wäre das unmöglich gewesen. Die Könige Europas, die waren mächtig, die hatten riesige Heere und die waren verbündet mit den Landeskirchen und die haben natürlich alle Andersdenkenden verfolgt und auch die Freunde von John Locke, die freikirchlich dachten, die wurden auch verfolgt und viele von ihnen flohen nach Amerika und nahmen seine Bücher mit sich. Und dort haben sie die ersten Demokratien errichtet in den neuen Bundesstaaten, die noch nicht das volle Amerika waren, das es heute gibt, oder? Haben sie dort die ersten Demokratien verwirklicht, die es überhaupt in der Weltgeschichte gibt, die diesen Namen wirklich voll verdienen. Können Sie das noch genauer sagen? Was wurde wo genau gemacht? Oder? Ja, also man kann es so sagen, auf der anderen Seite des Ozeans in Amerika war einfach eine ziemlich spiegelverkehrte Welt, oder? Also in Europa zum Beispiel hat der Erstgeborene alles geerbt, praktisch, oder? Aber in Amerika hat man jetzt die Gleichheit des Menschen verwirklicht, dass jeder Sohn gleich viel erbt. Und in Europa waren halt fast alle Leute Mitglieder der Landeskirche, in Amerika war es jetzt gerade umgekehrt, da waren die meisten gehörten zu Freikirchen. So war, also zum Beispiel in Rhode Island waren mehr als die Hälfte der Leute waren da Baptisten. Und in Pennsylvania waren sie die meisten dann Quäker. Und diese Leute hätten jetzt gemäß dem Denken jener Zeit, hätten sie jetzt sich rächen müssen, oder? Okay, und die Landeskirchen verbieten, also Katholizismus verbieten und Luthertum und was alles gibt. Aber das haben sie unter dem Einfluss von John Locke und seinem freiheitlichen biblischen Denken eben gerade nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil, sie haben die Freiheit der Gedanken und der Religionsfreiheit haben sie verwirklicht. Und Rhode Island ist übrigens der erste Staat weltweit in der Weltgeschichte, der gesetzlich das Verbot der Sklaverei verankert, sogar lange vor England und Europa. Aber die Religionsfreiheit, die gab es ja auch schon früher bei den alten Medern und Mauren in Spanien. Ja, es gab gewisse Freiheiten unter gewissen Herrschern, die vielleicht ein gutes Herz hatten, aber es wurde nie langfristig fest geschrieben und verankert. Dann kam ein anderer Herrscher und der hat wieder ganz anders gedacht und es war alles wieder verloren gegangen. Aber die Freiheit Amerikas, die blieb eben über Jahrhunderte, weil sie festgeschrieben war. Und jene Freikirchler waren völlig tief überzeugt von der Gleichwertigkeit aller Menschen, weil sie sie davon herleiteten, dass eben alle Menschen im Bilde Gottes erschaffen worden seien. Und hatten denn die Lehren von Locke auch in anderen Teilen der Welt Auswirkungen? Leider nicht so sehr, wie man sich das eigentlich wünschen würde, wenn man bedenkt, was für eine wunderbare Lehre das ist. Aber interessanterweise hauptsächlich in Europa wurden sie schlussendlich verwirklicht und diese Königtümer gestürzt. Und das hat wohl damit zu tun, dass eben in Europa schon seit Jahrhunderten, schon seit dem Mittelalter, diese biblische Idee
von der Gleichwertigkeit oder von den Grundrechten eines jeden Menschen gesät worden waren und sich doch mit der Zeit eben dann diese Saat aufgegangen ist. Inzwischen haben ja immerhin eigentlich alle Staaten dieser Welt die Menschenrechtscharta der UNO unterschrieben. Ja, aber trotzdem werden die ja in den meisten Ländern genau nicht verwirklicht. Warum ist das so? Ja, weil halt diese sesshaften Räuber ihre Macht nicht abgeben wollen, oder? Sie haben das zwar unterschrieben, weil es eben zum guten Ton gehört, man kann es heutzutage fast nicht sich leisten, das nicht zu unterschreiben, aber in der Praxis verfolgen sie halt dann innenpolitisch trotzdem alle Andersdenkenden und zum Teil auch andere Religionsangehörige. Sie stehlen, sie morden, leider. Sie haben ja betont, dass John Locke die Menschenrechte ursprünglich aus der Bibel entnommen hat. Und es fällt auch auf, dass diese Menschenrechte vor allem im Westen oder in Europa verwirklicht werden. Ist das jetzt der Aufklärung zu verdanken oder dem christlichen Glauben? Ja, beides. Ja, was ist denn überhaupt die Aufklärung? Oder es ist eigentlich eine Zeit in der Geschichte Europas, wo man darüber nachgedacht hat, was das nun praktisch heißt, wenn alle Menschen gleichberechtigt sein oder gleichwertig sein sollen. Und das ist ja letztlich ein biblischer Gedanke eben. Und jeder hat ein bisschen eine andere Lösung vorgeschlagen. Und es ist kein Zufall, dass die Aufklärung gerade in Europa entstanden ist. Es ist vielmehr ein Resultat dieser biblischen Saat. Es hätte die Aufklärung ohne die Bibel gar nie gegeben. Aber viele, viele Aufklärer, unter anderem auch Lessing und Leibniz, die waren ja Atheisten. Und die waren auch überzeugt davon, dass die aufgeklärte Vernunft Gott überhaupt nicht braucht. Ja, das glauben natürlich auch heute noch viele Menschen, oder? Dass man die Menschenrechte auf das absolut Gute im menschlichen Herzen stützen könnte und auf die menschliche Vernunft. Und dann braucht man die Bibel gar nicht mehr. Doch das Problem ist natürlich, jeder Mensch sieht die Welt anders. Und jeder möchte für sich und seine Leute, seine Gedanken auch Rechte, Menschenrechte reklamieren, die er aber nicht bereit ist, den anderen Menschen zu geben. Und was dann eben geschieht, wenn man versucht, die Menschenrechte auf die menschliche Vernunft zu gründen, das sieht man sehr gut in der Französischen Revolution. Da wurde ja proklamiert eben Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit. Es wurde aber dann die Vernunft zum Gott erhoben und nicht der biblische Gott. Und das Resultat war Blutvergießen, war Guillotine und waren Kriege, die ganz Europa überzogen mit Hunderttausenden von Toten, die dann schlussendlich im russischen Eis endeten. Und die Franzosen, die dachten damals, dass dies vernünftig sei. Also so manipulierbar ist der Mensch, oder? Dann müsste man fast sagen, es fehlt der absolute Maßstab für Menschenrechte. Genau, wenn wir also die Menschenrechte jetzt auf menschliche Vernunft gründen, dann versteht halt jeder etwas anderes darunter. Und das führt eigentlich automatisch dann zu Relativismus, zum Chaos. In denjenigen Staaten wie Pennsylvania eben und Rhode Island, die ihre Gesetze unter biblischem Einfluss festsetzten, war von Anfang an die Meinungs- und Religionsfreiheit absolut gegeben und bis heute. Sogar ein Atheist kann dort in diesen Ländern frei seine Überzeugungen ausleben und dafür einstehen, sie sogar verbreiten. Hingegen in atheistischen Ländern ist es langfristig nicht möglich, Religionsfreiheit zu behalten. Das können Sie heute sehen in China, in Nordkorea, in Eritrea und in allen kommunistischen Ländern, die die Religionen verfolgt haben. Aber die Menschenrechtscharta wurde ja von der UNO festgeschrieben und
die meisten Länder, die das auch unterschrieben haben, sind ja nicht explizit christlich. Genau, und darum funktioniert es auch nicht. Das ist einfach ein Aushängeschild, das sich gut macht, aber die innere Überzeugung fehlt. Ja, ich glaube auch, dass das noch viel, viel weiter geht. Also ich habe ja diese Charta auch mal durchgelesen und so meiner Meinung würde ich fast sagen, es gibt kein einziges Land, welches nicht irgendwo an irgendeinem Punkt diese Menschenrechte missachtet. Und ich glaube, jeder Staat hat seine eigene Schwachstelle und gewisse sind halt offensichtlich und andere sind versteckter. Die sieht man vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber ja, ich glaube, man kann ja auch von Menschenrechtsübertretungen profitieren oder sie unterstützen, ohne dann direkt der Haupttäter zu sein. Und ich glaube, ja, es gibt so viele Gründe, die wir vielleicht nicht sofort sehen. Also es muss ja nicht immer böse Absicht sein. Es kann auch Unwissenheit sein, Ignoranz, Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit. Also ich glaube, da ist der Westen ja auch nicht davon befreit. Die USA und die Schweiz auch nicht. Klar, es gibt auf dieser Welt nichts Vollkommenes. Aber in echten Demokratien hat der Bürger doch eine Möglichkeit, legal, vielleicht auch langfristig, dagegen anzukämpfen, gegen Missstände aufzustehen, sie bekannt zu machen, Gruppen zu gründen, Aktivisten und darauf hinzuarbeiten, dass vielleicht durch Mehrheitsbeschlüsse dann diese Missstände schlussendlich mehr oder weniger beseitigt werden. Hingegen in den meisten Staaten dieser Welt haben die Einwohner gar keine Möglichkeit, außer in blutigen Revolution, um solche Missstände anzugehen. Ich glaube auch so in gewissen christlichen Ländern, zum Beispiel auch in Südamerika, sind ja die Menschenrechte auch nicht selbstverständlich. Ja, das zeigt eben, dass es nicht genügt, irgendwie christlich zu sein. Es braucht wirklich einen tiefen Respekt für die Bibel und vor allem für ihre Werte. Eben das Misstrauen gegen den einzelnen Menschen, gegen jeden einzelnen Menschen und trotzdem seine absolute Gleichwertigkeit. Und warum funktionieren dann diese Rechte im verweltlichten Europa trotzdem besser? Weil der Westen eben diese biblischen Werte vom Misstrauen gegen einzelne Menschen, von Gleichwertigkeit der Menschen bis jetzt in seine Verweltlichung mitgenommen hat. Aber das kann sich über Nacht ändern, wenn vergessen geht, woher diese Ideen überhaupt kommen. Können Sie uns hierzu ein Beispiel nennen? Ja, denken Sie an das Nazireich, das plötzlich über Nacht im scheinbar aufgeklärtesten Staat dieser Welt entstand und kaum jemand hat sich dagegen gewehrt und alle Menschenrechte wurden mit Füßen getreten. Das zeigt uns, dass die Aufklärung und die sogenannte Vernunft des Menschen, also keineswegs ein Garant ist für die Menschenrechte. Und gerade heute wird ja ganz neu diskutiert, welche Rechte ein Mensch haben darf und welche nicht. Und das kann über Nacht im Chaos enden. Vielen Dank, Herr Beutler, für dieses sehr aufschlussreiche Interview.